Freunde, hier ist euer Hamza von All for Shooters und neben mir steht Christian Schulte, seines Zeichens Produktmanager für Beretta bei der Firma Manfred Alberts, also unter anderem Beretta. So, Christian, was hast du uns heute aus dem Haus Beretta mitgebracht? Wir haben etwas Einzigartiges und wirklich ganz, ganz Neues. Beretta wagt den Aufbruch in die Welt der modernen Repetierbüchse und wir haben mit dem Modell BRX1 einen linearen Gradzug-Repetierer, der die jüngeren Leute, die moderneren Jäger anspricht im ergonomisch gut gemachten Design mit Synthetikschaft und einigen Features, die ich euch gleich noch weiter vorstellen werde. Ja, sehr gern. Also ich bin natürlich besonders gespannt, was hat es jetzt mit dem linearen Verschluss auf sich? Am besten oder musst du erstmal linear heißt, ich brauche keine Hebelbewegung, keine Rotationsbewegung, um den Verschluss zu betätigen. Es reicht also das nach hinten ziehen und das nach vorne schieben des Systems aus, um den Repetiervorgang durchzuführen. Das geht auch wunderbar im Anschlag. Das heißt, wenn das Gewehr im Anschlag ist, einfach nur hin her in einer relativ glatten und geschmeidigen Bewegung. Die Kugel sitzt genau über dem Abzug, sodass nach dem Auslösen das Ganze relativ schnell durchführbar ist. Und wir haben ja heute gesehen, einige Leute damit schießen lassen, dass alle auf Anhieb sehr, sehr gut damit klargekommen sind. Ja, ich glaube, die hatten alle auf dem Schießstand eine Menge Spaß mit der neuen Beretta, ich persönlich auch. Was mache ich, wenn mir die Munition ausgeht? Ein dummes Gesicht. Das ist wohl so. Nein, wie sieht das jetzt aus? Das Magazin, hattest du mir erklärt, hat grundsätzlich eine Kapazität von 5 Patronen. Ja, auch bei Mark und Kaliber. Unabhängig vom Kaliber, für jedes Kaliber. Es schließt immer bündig mit dem Schaft ab. Ja. Und es gehen immer 5 Patronen rein, auch in 300 Winchester Magnum. Ja. Aber da waren wir auch schon beim Schaft. Erzähl mir doch mal was zum Schaft. Ja, erst vielleicht noch weiter zum Magazin. Das Magazin ist so eingebaut, dass ich also mit sehr schneller Bewegung das Magazin rausnehmen kann. Wenn ich in der Tasche ein neues Magazin habe, habe ich sehr schnell praktisch das Magazin wieder aufgefüllt. Ich kann aber auch, wenn ich nachladen will, von oben das Magazin laden, die Patrone ins Magazin reindrücken. Oder wenn ich eine einzelne Patrone nachladen will, Patrone einfach rein und zumachen. Der Vorteil von dem Magazin ist halt eben, es hat eine Leuchtfarbe, es ist sehr schnell zu wechseln und es schließt, wie du gesagt hast, unbündig ab. So dass wir also da eine sehr, sehr gute Option haben. 5 Schuss im Magazin plus ein im Patronenlager. Das heißt, ich habe 6 Schuss zur Verfügung, was für die meisten Rückjachten reicht. Sollte ich mal in die glückliche Situation kommen, dass also mehr Schwarzwild anwechselt, kann ich das zweite Magazin aus der Tasche nachladen. Welche Optionen habe ich, den Schaft für mich anzupassen? Die Länge des Schaftes ist verstellbar. Die Waffe wird ausgeliefert mit einer Zwischenlage und mit einer 20 mm Kappe. Ich kann die Zwischenlage wegnehmen. Ich kann die Schaftkappen in 4 verschiedenen Stärken bekommen, sodass ich also bei einer Standardschaftlänge von 365 mm von 343 bis 393 mm den Schaft in der Länge verstellen kann. Darüber hinaus ist der Pistolengriff abnehmbar. Ich kann einen steileren Pistolengriff wählen, der den Abstand zum Abzug verringert, sodass auch Leute mit kleineren Händen oder Leute, die einen steileren Griff wünschen, da wunderbar mit angezogen sind. Ein Feature, was diese Waffe besonders auszeichnet, ist, dass der Kammerstängel von rechts auf links leicht umgesteckt werden kann. Dazu entnehme ich das System, entnehme den Verschlusskopf und brauche jetzt ein kleines Hilfsmittel, zum Beispiel eine Patrone oder hier den Kugelschreiber, drücke damit diese Federklinke rein, tausche die Seite und mache das Ganze wieder relativ flott ineinander. Und da wir jetzt gerade den Verschluss einmal ausgebaut haben, ja, es ist ein Drehkopfverschluss mit mehreren Warzen, 8 für Standardkaliber, 2x8 in Doppelreihe für die 300 Winchester Magnum. Ja. Und das Besondere ist, ich kann den Verschlusskopf einfach durch 180 Grad Drehung mit dem Auswurf an die andere Seite einsetzen. Das heißt, Auswurf nach rechts für Rechtsschützen, Auswurf nach links für Linksschützen. Natürlich kann man es auch über Kreuz machen, so wie man also es gerade mehr möchte. Muss für den Umbau auf links auch nicht mehr gemacht werden. Die Sicherung nur ist für rechts und Linkshänder immer gleich? Ja. Ja. Die Sicherung sitzt ja hinten auf dem System. Das ist der Umbau von
rechts auf links. Schnell. Jetzt brauche ich nur das Ganze wieder aufsetzen, den Verschluss hier einsetzen, einmal hier vorne runterdrücken und das Ganze ist umgebaut von Rechtshand auf okay. Linkshand. Okay. Also hier sehe ich jetzt, ist ein Steiner Drückjagdglas. Genau, das neue Ranger 6 als 1 bis 6-faches Glas mit 24 mm Objektivdurchmesser. Wunderbares neues Drückjagdglas für alle Einsatzzwecke während der Drückjagdsaison. Und die Picatinny-Schiene auf der Beretta, die ist werkseitig montiert? Ist werkseitig montiert und im Preis mit drin. Ich hatte mir vorhin sagen lassen, die Montage besteht auch, die wird aus Stahl gefertigt. Ja. Und es gibt auch noch andere Optionen, etwas genau. kürzere Neben Schienen. Neben der Picatinny-Schiene gibt es die Möglichkeit, eine Ticker-Schiene zu montieren, sodass ich die Ticker-Quicklock-Montage-Ringe verwenden kann. Und es wird auch noch weitere Optionen geben. Eine Sache, alle Waffen haben Mündungsgewinde. M14x1, Laufaußendurchmesser ist 16 mm, Gewicht der Waffe ist 3,3 Kilo. Die Laufwechselmöglichkeiten und Kaliberwechselmöglichkeiten, ja. Das war auch nicht so furchtbar schwierig. Nein, es werden nur zwei Schrauben gelöst, dann kann der Lauf entnommen werden und wenn ich möchte, kann ich natürlich eine Waffe mit verschiedenen Kalibern ausstatten. Magnum-Kaliber, Standardkaliber ist so, dass diese Option ab Anfang nächsten Jahres zur Verfügung stehen wird. Preis kommt dann auch noch später dazu. Wunderbar. Also hier haben wir diese Dreistellungssicherung. Ja. In der hintersten Position wird eben auch der Verschluss gesperrt. Genau. So, da geht dann nichts mehr. Mittlere Position wäre? Ich kann operieren, aber die Waffe ist gesichert. Das Design der Waffe lässt vielleicht vermuten, dass es eine Handspannung ist. Ist es aber nicht. Es ist eine Dreistellungssicherung. Das Besondere hier an dieser Sicherung ist halt eben, dass sie etwas mehr Kraft benötigt, eindeutig positioniert werden kann, weil wir hier ein Abzugssystem haben mit Hammer. Um die Abzugseinheit herauszunehmen, brauche ich ein Werkzeug. Hier haben wir gerade Universalwerkzeug Nummer 1, Schweizer Offiziersmesser. Ich drücke hier den Hebel runter, fasse hier hinten unter dieses Blech und hebel dieses Blech hoch. Und dann kann ich den Abzug nach vorne rausschieben und nach unten rausheben. Und das Besondere an diesem System ist, dass ich das Abzugsgewicht in drei Positionen einstellen kann. Hier steht es gerade in der untersten Position, startet ungefähr bei 900 Gramm. Über diesen Schieberregler kann ich die Vorspannung der Abzugsfeder erhöhen. Also. Und pro Position sind das ungefähr 200, 250 Gramm, was ich an zusätzlichem Abzugsgewicht bekomme, von 900 auf 1150, von 1150 auf 1300. Ob das jetzt vielleicht von 900, 1100, 1300 ist, muss man sehen, auf so ein Gramm kommt also es ein kleines davon. Werkzeug, um die Abzugseinheit zu demontieren. Das ist das Werkzeug, was ich brauche. Reduzierung oder Steigerung des Gewichtes, das geht von Hand. Genau, das kann ich einfach hier den Wunderbar. Schieber nach vorne und dann kann ich in der Kulisse wählen. Unterste Kulisse, höchstes Abzugsgewicht, oberste Position, niedrigstes Abzugsgewicht und die erste Zwischenposition ist dann ungefähr 1100 Gramm. Gut. Okay. Ja, lassen wir mal bei 1100 Gramm. Einsetzen ist sehr simpel. Der Abzug wird praktisch vorne in den Magazinschacht eingesetzt, nach hinten geschoben, hier oben diese Lasche nach unten gedrückt, fertig. Okay. Dann kann ich also hier weiterlegen. Wir bauen direkt nochmal um auf die andere Seite, den Verschlusskopf entnehmen, den Verschlusskopf direkt umstecken auf die andere Seite, dass sich keiner wundert. Hier unten einfach mit einem Schraubendreher oder ähnlichem diesen Pin eindrücken. Und dann kann der Abzug der Kammerstängel entnommen werden, auf der anderen Seite einsetzen und über diesen Stift wieder den Kammerstängel nach innen einschieben, bis er einrastet. Fertig, dann wird der Kopf wieder eingesetzt von vorne. Fertig und das Ganze wird hier aufgesetzt, mit ein bisschen Druck vorne nach unten. So ist das Ganze wieder eingesetzt und ich habe die Waffe wieder auf rechts umgebaut. Wunderbar. So. Ich glaube, das waren jetzt die wichtigsten und wesentlichen Features. Genau. Ich denke auch. Es sind sicherlich noch ein paar Sachen, die wir jetzt nicht besprochen haben. Aber ich denke mal, die Eingangsfrage eben war ja, wie sieht das aus mit dem Verkaufspreis?
Was kostet die Waffe und wann gibt es sie? Ja, die meisten haben beim Schätzen des Preises daneben gelegen. Wir bieten diese Waffe an zu einem unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis von 1.599 Euro. Das Wechselsystem, Wechselläufe werden um 850 Euro liegen. Nicht schlecht. Wann ich denke, in etwa kann ich damit rechnen? Ende Oktober sind die Waffen im Markt. Das heißt, der offizielle Launch ist noch nicht genau festgelegt, wird aber in jedem Fall Ende Oktober sein. Und zum Verkaufsstart, zum offiziellen Launch wird auch die Waffe in den Läden sein. So. Dann Christian, vielen Dank, dass du uns jetzt hier die neue Beretta erklärt hast, so ausführlich auch. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wann wir unser erstes Muster für einen Testbericht bekommen. In Kürze. Und wann wir damit auch, ja, das wäre schön, damit wir auch damit auch mal in den Wald ziehen können. Genau. Wunderbar. So. Ich danke euch. Leute, ich danke euch. Macht's gut. Wir sehen uns. Bye bye. Bye bye.